Nein, das sind, sind Kilometerfresser, dann sind die alle bestimmt voll fett. So. Guck mal hier vorne, fährt Chef. Der, der nennt sich Number One. Machi. Ja, das ist dann aber voll der Macho, wenn der. Aber voll witzig, ey. Auch ein cooler Name, Kilometerfresser, muss ich sagen. Witzig. Warum sind wir denn nicht früher drauf gekommen? Ja, weiß ich auch nicht. Die hier hat drauf gekommen gesagt. Naja, ist nicht rot geworden. Na, die nervt Nummer dich. Eins. Ich hab gerade ein mich wieder umbenennen. Problem. Als, was denn? Number One? Nee, nee, einfach der, so der nicht die Eier oder sowas. Dann, dann sagen, hab ich der Motor steigt etwas. Andi, warum? Oder nenn dich doch Jaja. Also warum? Ich bin voll in euch reingekachelt? Also so. Warum, nee, einfach warum nur, musst du mein Design? Ja, ja. Ich hab doch gar nicht dein Design. Nein, nein, du musst schon das hab ich eigenkreiert, dann hab ich Copyright drauf. Lass mich bloß ein bisschen Copyright drauf. Weil sonst guckt der Julian dich nicht mehr. Was? Ich hab grad nicht zugehört. Ich hab mich mit Andi über Copyright gestritten. Weißt du? Ich finde zwei parallele Gespräche, das ist super. Ach, nicht schon wieder. Julian! Aber hier ist echt quasi, schön. Quasi so. Machst das I klein, das erste J schreibst du das groß und dann... Das war jetzt aber sehr eng. Und warum schaut man ich mich dann? Ich war's nicht. Keine Ahnung. Wenn du das nicht machst, guckt der Julian dich nicht wegen mehr. Apple, wegen, ja. Andi! Andi! Ich versteh's. Der hat aber echt gedauert bei mir. Ich bin gerade gekentert wie die Titanic. Schon wieder. Ja, weil der Andi mich auf die Leitplanke gehebelt hat und dann bin ich seitlich langsam runtergekippt. How about we are serious to us each other? Ich hab niemandem was getan. Julian hängt da so ab. Mit seiner Chocoti da vorne ist eine Raststätte. Ja, ich seh's. Das sind nicht wir mal eine Runde. Raststätte to tank and rust and eat some Burger Donuts. Food. Donuts. Heiße Hexe. Teignüsse. Donuts. Heiße Hexe. Teignüsse. Donuts. Heiße Hexe. Nein, Teignüsse. Donuts. Heiße Hexe. Brum, brum, brum. War schön hier, vor allem jetzt ist romantisch, Carsten. Jetzt musst du romantisch machen. Das ist Sonnenuntergang, oh, und Raststätte. Hier ist Sonnenuntergang und Raststätte. Allein im LKW. Allein im LKW. Mit dem Joystick. So romantisch. Ja, nur du und dein. Ich auch. Joystick-Ding. Cool, mein Spiel minimiert sich einfach mal. So. Schön. Cool. Es ist halt ein sehr minimalistisches Spiel. Wir sind hier und ihr. Ach, der. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Oh, ja, ja, ich hab gedacht, ich komme mal mit ihm mit. Ja, oh, ja. Nee. Doch, dann werde ich wieder umgeschmissen. Nein. Ja, ich sag's dir jetzt. Arme. Wo ist denn hier? In Osnabrück. Osnabrück Werkstatt. Osnabrück? Ja. Wo ist denn Osnabrück denn? Fahren wir aber da A1. Da fahren wir aber wieder zurück. Nee. Dann warten wir einfach der. Auf der 45. Der Tag kommt da runter auf der 1. Ich wollte gerade sagen, wir können einfach, der Tag fährt die A1 runter und dann warten wir. Warte doch auf der A1 an der Tankstelle. Nein, ja, nein, dann kommen wir gar nicht hin, Julian. Wir sind weiter unten. Wir warten einfach an der Einfahrt, wo wir reinkommen von der A2, warten wir einfach. Genau. Einfach an der Ausfahrt, wie wir es eh bei also am Autobahnkreuz. A1, A2. Autobahndreieck. Oh, warte mal, das ist eine Kollision. Ich will, dass das ein Kreuz ist. Ich dachte, das ist eine Collision Zone. Warum kann ich nicht fahren? So. Oh, da ist eine Laterne. Du musst Gas geben. Nee, da ist eine Laterne. Was denn? Ich bin doch nur hinter dir. Ja, ich will's nur sagen. Wenn ich hinter dir bin, passiert nicht so viel gefährlicher, als wenn ich vor dir fahre. Ja, das wird nie wieder passieren. Oha, oha. Wenn du mit deiner Schnarch-Edition da kommst, ja nicht an meinem Actros vorbei. Oha. Wir müssen links. Das ist aber ganz schön gemein. Ich wurde jetzt in den letzten 15 Minuten zweimal umgeschmissen von einer Renault Schnarch Edition. Ich kann das auch eigentlich Renault Fick Edition nennen, weil das ist ein. Ey! Piep, 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 piep. Ach so, wegen Flachlegen und so. Ja, genau. Ah. Popper. Okay. Popper, ey. Popper ist das. Der Julian ist hüppig. Was ist los? Hast du es schwer, James? Ja. Der Regen will nicht aufhören, das nervt langsam. Ja.
Andi, schieb ihn mir mal rüber. Wie teuer war es, die Gewitterwolke zu James zu verfrachten? Ich musste ein bisschen bestechen, aber es ging so. So, ich wollte erst zu dir schicken, ich habe dann aber gedacht, nee, den werfe ich das nächste Mal ein paar Mal rum. Das so, jetzt links. Ja, also hinten durch und dann links. Ja, hinten unten durch. Genau. Nee, nicht unten durch, oben drüber. Muss den Nippel runter durch die Lasche ziehen. Lasse. Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben. Hat Lasse damit zu tun. Ja, er scheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Man muss mal überlegen, dieses Kultlied hat meine Frau nicht gekannt, ja. Was? Das kennt jetzt ich. Ja. Ich auch. Schlimmer. Das will was heißen als 97er, ja, also eben. Hallo. 97er Jahrgang. Da so spät noch ein Baggerloch. Sehr, sehr geiler Jahrgang. Der Bodo mit dem Bagger und er baggert noch. Der Carsten mit dem Bagger in der Bagger. Andi, du bist nicht abgefahren, ja? Hä? Du bist jetzt nicht abgefahren, oder? Ja, bist doch da vorne, was willst du denn von mir? Okay, dann kann ich ja Gas geben. Hör mal, James. Ja, Carsten. Wieso ist denn dein Scheibenwischer an? Muss am Regen liegen. James, das irritiert unsere Zuschauer derart, dass du mit deinen blöden Scheibenwischern da rumfährst. Mach die mal aus. Achtung, einspurig. Ich könnte ja speichern und nochmal neu laden, aber da habe ich keine Lust drauf. Nein. Oh, ja, stopp, ich möchte das nicht. Ja, Tag. Ja, was denn? Warum bist du nur so nett zu mir? Die Ruhe vor dem Sturm. Achso. Warte, bis ich meine schon zerstörte Fracht los bin. Wenn ich meine Fracht los bin, dann gibt's Kirmes. Yay, Party! Kirmes? Mit Karussell und so. Ja. Oh, Carsten, mach doch mal die Funzel aus. Nein, da kommen LKWs steht und so. Ihr schon an dem Auto, steht ihr schon an dem Autobahnkreuz? Die fahren mir sonst rein. Steht und so. Ja, wir stehen schon an dem Kreuz. Das ist schon steht ihr schon an dem Autobahnkreuz? Steht ich würde irgendeinen Andi-Witz bringen, aber es hat nicht gepasst. Leider. Ich würde irgendeinen Andi-Witz bringen, aber der hat nicht gepasst. Wir sind hier an dem Autobahnkreuz und haben uns an die Seite gestellt. Das stimmt. Oh, da hinten ist so schön, ist irgendwie alles so mediterran aus hier. Kann sein, dass es dann, dass ich hier einer von uns. Nee, ist es nicht. Nein, der fährt ganz komisch. Der Ole Bole. Ja, dann ist es der Herpack. Ole Bole, Ole Bole. Ole Bole, schwuppidu. Ole Bole, schwuppidu. Ole Bole, Ole Bole. Der riecht aber nicht mehr. Er hat die Anspielung verstanden. Ole Bole, schwuppidu. Immer geradeaus, der Tag? Ja, immer geradeaus und nicht abfahren. Wie geht das denn dann weiter? Ole, 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 Ra, oder wie? Ja, nö, das tra-la-la-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la, Cholera. Na, Ole, Ra. Was singt ihr da? Gronkh, Minecraft. Kohle, Kohle, Kohle-Song, nicht? Oh, Leute. Oder ja, Tag ist da hinten. Die Gronkh-Zuschauer von uns, die Minecraft geguckt haben. Ja, er spielt live ihr in kennt doch, ich ihr weiß. Kennt doch bestimmt noch. Ich werde bekloppt, lalala. Ja, ja. Oder unten in der Folge 144. Oh, genau, 144. Oder war das nicht 141? Kann auch sein, ich kenne das Lied auf jeden Fall. Den Bulimie-Song. Genau, Bulimie, ich hab die Bulimie. Ich muss da mal rüber. Ja. Ja, mach das mal. Der Ja, hat es einfach mal gemacht. Warum? Nee, ich werde den nicht an mir vorbeilassen. Ich bin doch nicht bescheuert. Das ist ein Blitzer, juhu. Juhu. Warte, dann muss ich eine blöde Klamasse machen. Hey. Aber was ich bemängeln muss, ist, dass die Qualität der Fotos, die man mit so einem Blitzerbrief bekommt, sehr qualitativ minderwertig sind. Ja, die müssen das haben wir neulich auch festgestellt, ja. Also da sehe ich echt nicht gut drauf aus. Da bin ich nicht gut getroffen. Ja, also ich habe zu meiner Frau so gesagt, ich habe zu meiner Frau gesagt, also irgendwie siehst du besser aus als sonst. Dass sie dir nicht irgendwann mal eine reinhaut, ey. Aber weißt du, der Andi beleidigt seine Frau, schlägt ihr noch einen Zahn aus? Ja, bei Gronkh ist das andersrum, da schlägt sie ihn. Ich wollte gerade sagen, er hat ja jetzt geoutet, dass er in einer Beziehung ist. Ja. Das ist genau andersrum, da schlägt sie ihn. Mit Pandoria zusammen. Seit dreieinhalb Jahren. Abfahren Richtung Düsseldorf, Köln. Mit der Tatjana. Wer ist mit wem zusammen? Gronkh mit Tatjana. Pandoria. Wer ist denn das nochmal? Die Cousine von Dennis Wert alias Mafuyu X. Hat er zumindest mal erzählt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ach, war das diese, die da auch Let's Plays macht? Ja. Ja, genau. Ja. Ah ja. Und Streams und so. Ja gut, Let's Player unter sich. Ja.
Na, Julian. Nubi Hase. Ja, aber der Julian will ja über YouTube keine Beziehung suchen, weißt du? Jetzt kann man sagen, bei Gronkh hat's doch auch geklappt. Das kannst du doch auch mal. Ja, also, eben. Er ist ja eigentlich... Da ist eine Kreuzung, eine rote Ampel, Kreuzung, eine rote Ampel, Kreuzung, eine rote Ampel. Also, was bist du denn so panisch? Ja, ich weiß, dass mir immer jemand hinten drauf fährt. Ich hatte es gerade tatsächlich vor, du standst nur nicht im Weg. Ja, wobei, Luisa wollte ja schon mal fast ihre Freundin mit ihm verkuppeln, aber da war sie ja schon vergeben, ne? Hä? Erinnerst du dich? Hab ich was verpasst? Josh? Ja, stimmt, da war was. Aber da, ich glaube, da, da war Julian der damals Tag nicht mitgefahren, dabei. Da war der Hermi, glaube ich, dabei. Stimmt. Ich hab mich mit Hermi neulich auch mal unterhalten. Und hab ihr gefragt, James. Ob Mathe üben nicht vielleicht noch eine Freundin für einen Julian übrig hat, aber. Irgendwie wollte er nicht. Warte mal. Also der Hermi wollte das nicht. Das ist Josh, okay. Josh darf durch. Ja, ein Hermi hat gesagt, was kann der Hermi dafür? Ey, Simulant, du fährst auf beiden Spuren. Nein, ich fahre in der Mitte. Julian, warum lachst du? Ey, du hast gerade so original getroffen. Was kann der Hermi dafür? Also ich kann ja gar keine Dialekte, bei mir hört sich das scheiße an. Du machst den Schwäbischen, den Zähne. Aber das liegt aber daran, dass sie einfach halt ein bisschen aus dem Schwäbischen kommen, da geht es ganz gut, aber dann hört es schon wieder auf. Mhm. Dann ist vorbei. Ich kann gar nichts. Was ist hier eigentlich die ganze Zeit so gut geworden? Wir fahren 110. Also wir fahren ganz normal. Wir fahren immer Vollgas. Ich weiß, dass dein LKW damit überfordert ist. Gib nur ein Gas, Vollgas. Das nächste Mal fahre ich wieder Magnum. Das ist noch links rum. Der schmilzt dir mit seinem Plastik aber unterm Hintern weg. Nee, ich rutsch euch dann hinterher. Leute, jetzt mal, wo ich jetzt hier gerade diese schönen Nachteffekte und so sehe. Wow. Überleitung des Todes. Wow. Fernbus-Simulator. Habt ihr die Screenshots gesehen? Da hat jemand ein Schild umgefahren. Ihr müsst mal beachten, wenn er abbiegt, da hat jemand ein Schild umgefahren. Oh ja, ich war das. Links oder was? Links, ja. Genau. Ihr seid übrigens über Rot geballert. Nur mal nee, bei uns war noch grün. Nee, bei mir aber nicht mehr. Lustigerweise habe ich keine Strafe bekommen. Warum bin ich eigentlich so? Dann fahren wir auf die A4 Richtung Lüttich. Also erste rechts. Jetzt haben wir Julian seine Überleitung echt kaputt gemacht. Das ist schlimm, gell? Ganz schlimm. Weil eigentlich sind Überleitungen. Also Katastrophe! Wenn du schlecht im Schneiden bist, ist das eine Katastrophe. Also die vordere Der war jetzt ne? echt schlecht. Ich wollte auch mal wieder die Latte ein bisschen tiefer setzen. Julian, leite noch mal ganz schnell bitte also, über, bevor es schlimmer wird. Habt ihr die Fernbus-Simulator-Screenshots gesehen? Nein. Findet ihr die genauso geil wie ich? Ja, total geil. Habe ich nicht gesehen. Carsten? Ja, ich Carsten, die mir genauso. Sind total geil. Habe ich nicht gesehen. Was? Slash Forum? Ja. Guck dir die an oder das neueste Death Diary. Warum machen die Death Diary? Death Diary, weil... Ins also Todes Diary? Nein, DEV, Development Diary. Carsten, was tust du? Was denn? Ich hab grad... So das nennt sich Entwicklertagebuch. Sekundenschlaf. Development Diary. Hey, wake up. War ziemlich Wo knapp. Wo seid ihr jetzt schon wieder hin? Nur die Auf der Autobahn und dann geradeaus. Wie geradeaus? Ihr seid vor der Brücke. Oh, das ist eine Brücke. Oh. Vor der ja. Brücke. Ja. Ja. Das ist eine Rheinbrücke sogar. Kannst du reinfahren. Geht's auch wieder raus? Ja, am anderen Ende. Unglaublich. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wollte ich nur mal gerade so einbringen. Jawohl, Seid mein Josh. Seid ihr gerade an so Heuballen vorbeigefahren? Keine Ahnung. Bonanza-Kugeln. Ist dunkel. Bonanza-Kugeln, genau. Ja, hast kein Licht an, oder was? Weiß ich nicht, es regnet. Ich sehe aber auch keinen mehr. Ich sehe auch keinen mehr. Ich habe zwei hinter mir. Vor mir ist jetzt eine große Brücke. Ja, das ist richtig. Mit so großen... Alter, seid ihr schnell, ey. Die Brücke musst du nehmen und dann da runterfahren. Nehmen, du musst die nehmen. Du musst die nehmen und dann von der Brücke runterfahren, in das Wasser rein. Wie hat die Brücke denn am liebsten? Ja, tack. Von in den Rhein rein soll er fahren. Da gibt es schön geradeaus. Nee, an die danach kommt eine Gerade. Gerade. Und dann immer Richtung Lüttich. Ja, aber gerade das Besondere an so einer geraden ist ja, dass sie gerade nicht schief ist. Müssen wir irgendwo abfahren? Hängt mir so eine Stange im Hals. Nein. Nadja 19 arbeitet auf der Reeperbahn.
Gott, ey. Was, der Andi hat einen 19-jährigen im LKW? Nee. Andi, das ist aber ein bisschen krank, du bist 34, du hast eine 19-jährige. Was? Der Andi hat eine 19-jährige Russin im LKW, scheiße, ich sitze im falschen LKW. Wer sagt denn, dass die 19 der Andi, der ist? Josh fährt, hat ja. das gesagt. Kommt der da drauf, dass du, woher will denn der wissen, wie alt du bist? Wir wollen gar nicht wissen, wie oft du da auf ihr kommst.